Es ist das größte Bauvorhaben in der Geschichte von Stadt und Landkreis Coburg, der Klinikneubau auf dem ehemaligen BGS-Gelände. 2024 soll der Bau beginnen. Wenn alles nach Plan läuft, nimmt das hochmoderne Krankenhaus bereits 5 Jahre später, 2029, seinen Betrieb auf. Dann wird dort Medizin auf allerhöchstem Niveau angeboten. Es ist so, dass es zukünftig 750 Betten und Plätze sind. Darüber hinaus wird dieses Krankenhaus natürlich auch ein sogenanntes Blue Hospital, ein Green Hospital Charakter haben. Das heißt, modernste Technik, Sensorik, Robotik etc. Wir müssen ja ein Krankenhaus vorplanen, was bis 2070, bis 2080 auch in Betrieb ist. Coburgs neue Visitenkarte, der Bahnhof, früher ein schmuddeliges Loch, ist zum Glanzstück geworden. Er ist jetzt einer von 2 Zukunftsbahnhöfen in Bayern. Wir reden ja viel über die Verkehrswende. Wir reden darüber, dass der Bahnverkehr ein zentraler Baustein auch ist, um da voranzukommen. Insofern freue ich mich, dass der Zukunftsbahnhof jetzt zumindest in der Halle schon fertig ist. Dass man, wenn man reinkommt, sich dort auch wohlfühlt. Dass man gerne in den Bahnhof geht, in den Zug dann einsteigt. Ich glaube, das ist ein Komfortmerkmal, das wir jetzt hier in Coburg durchaus mit Stolz auch präsentieren können, dank der Bahn. Am alten Güterbahnhof ragt das Globe in die Höhe. Wir verfolgen die Arbeiten vom Spatenstich bis zum kleinen Richtfest. Eine große Feier wird, Corona-bedingt, abgesagt. Der Rundbau ist das auffälligste Bauwerk in Coburgs neuem Süden, wo ein Band für Wissenschaft, Technik und Design entstehen soll. Hier wird die alte Pakethalle behutsam renoviert. Wie bei der ehemaligen Kühlhalle soll auch hier der ursprüngliche Charme des alten Gebäudes erhalten bleiben. In der alten Kühlhalle wird in Kürze getüftelt und gebastelt. Hier ziehen der Makerspace von Creapolis und das Gründerzentrum Zukunft Coburg Digital ein. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir jetzt eigentlich ein Vierteljahr vor unserem Terminplan liegen. Es war ursprünglich mal geplant, im Frühjahr 2022 hier das Gebäude zu übergeben an die Nutzer. So wie es jetzt sich darstellt, wird es wahrscheinlich im Dezember 2021 schon der Fall sein. Übrigens, die Stadtsanierung hat bereits vor 50 Jahren an der Mauer begonnen. Im Auftrag der Stadt Coburg und der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Coburg haben wir zurückgeblickt und eine mehrteilige Serie erstellt. Ein echter Hingucker, die goldglänzende Fassade des Hauses sieht aus wie viele Platinen. Es ist das neue IT- und Medienzentrum am Campus Friedrich Streib. Der Neubau beherbergt Bibliothek, Rechenzentrum und das Sprachzentrum der Hochschule Coburg. Am Max-Böhmering entsteht neuer Raum für die Entwicklung junger Menschen mit Behinderung. Ein Meilenstein auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben. Die Einrichtung ist für uns natürlich so eine Art Anker-Leuchtturm, weil wir letztendlich natürlich auch nicht jünger werden alle. Und wir natürlich auch für die Zukunft schauen müssen, haben wir genügend Möglichkeiten, um für die Kinder ein adäquates Wohn-, Lebe- und Teilhabeverhältnis auszugestalten. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder besucht die Region. Der Grund ist das Jubiläum 100 Jahre Coburg zu Bayern. Im Jahr 1920 entschied sich der damalige Freistaat Coburg in einer Volksabstimmung gegen einen Beitritt zu Thüringen und ging damit an Bayern. Die Feier wird jetzt nachgeholt. Coburg hat viel zu geben und viel zu bieten und auch für Bayern. Und es tut Bayern gut. Markus Söder eröffnet bei seinem Besuch auch die digitale Manufaktur in Rödental. Ein Teil des Gründerzentrums Zukunft Coburg Digital. Und Digitalisierung darf nicht nur im Zentrum in München stattfinden. Alle Aktivitäten, die wir haben für künstliche Intelligenz, Quantencomputing, muss auch in die Fläche gebracht werden. Und ein digitales Gründerzentrum bietet die Chance für Startups, insbesondere hier in der Region, die Nähe zur Hochschule. Das ist die Zukunft, so schaffen wir Arbeitsplätze und halten auch junge Leute in der Region. Ein kleiner Rückblick in die Projekte, die zeigen, auch im Jahr 2021, ist in Coburg vieles realisiert und auf den Weg gebracht worden.